Ein paar von euch mag es vielleicht aufgefallen sein, dass ich mich bei der Silvestersendung bei den Themen High- und Lowlights des Jahres 2021 so ein bisschen zurückgehalten habe, auch bei den Most Wanted-Titeln. Nun, das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich mir gedacht habe, hey, das kann ich ja noch mal ausschlachten in der Sendung nach Silvester. Und genau das passiert jetzt, deswegen fangen wir an mit den Highlights und Lowlights des Jahres 2021 für mich. Ein Highlight, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist das Spiel EXO One. Das ist dieses Ding, das auch im Game Pass ist, wo man so eine intergalaktische Kugel steuert. Mit der muss man dann Schwung aufbauen, indem man über diverse Schrägen rollt. Und dann kann man eben auch in die Luft springen und gleiten. Und kann dann Energie aufbauen, wenn man zum Beispiel Wolken berührt. Und dieses Spiel ist echt schon so ein bisschen meditativ, hat einen unglaublichen Artstyle, der ist wirklich bahnbrechend toll, wenn man eben vom Boden dann durch die Wolkendecke bricht und man sieht die Sonne, wie sie untergeht und sieht dann irgend so eine Alienstruktur im Hintergrund. Das ist fantastisch gemacht, das sieht wirklich so hammergeil aus und dieses Spiel hat so viele schöne Motive, die einfach grandios sind. Und das Spielprinzip bleibt eigentlich immer dasselbe, es werden dann aber neue Features so ein bisschen hinzugefügt, neue Methoden, wie man Energie aufbauen kann, dann ist man auf so einem Wasserplaneten unterwegs und wenn man sich dann zu dieser Flugscheibe macht, kann man so über das Wasser skippen, was einem dann auch Energie gibt. Das ist einfach sehr, sehr nett gemacht und ja, das ist kein Spiel für jedermann. Mich hat es aber total geflasht und ist echt ein richtig, richtig geiles Ding. Kann ich nur empfehlen, dass man da mal reinschnuppert. Ja, ein Lowlight dieses Jahr kommt leider aus dem Hause Rockstar und das ist die GTA Trilogy Definitive Edition. Ich weiß, sie haben jetzt schon nachgebessert mit Patches, aber ich bin einfach der Meinung, so etwas so auf den Markt zu bringen, das hätte einfach gar nicht passieren dürfen. Und das finde ich einfach so ein bisschen schade, dass Rockstar mit ihrem eigenen Erbe da so ein bisschen schlampig umgegangen ist, ne? Dass man da die Handy-Versionen als Vorbild nimmt oder als Grundlage für diese Remaster, die dann einfach durch einen ja, künstlichen Intelligenz-Aufbesserungsfilter gejagt wurden, um das dann zu verbessern. Das Ganze lief komplett unrund, das tut es ja teilweise jetzt auch noch. Also sorry, so ein Spiel erwarte ich, dass es nicht mal einen Quality-Modus hat. Denn was so aussieht, sollte grundsätzlich einen Quality-Modus haben, der mit 60 bis 120 Frames die Sekunde läuft. Das Ding mit dem Regen, lauter Bugs, Sachen, die nicht richtig dargestellt wurden. Es wurde dann verbessert durch Patches, aber das sollte so einfach gar nicht auf den Markt kommen. Und das finde ich einfach schade, das hat diese Trilogie in meinen Augen nicht verdient. Highlight ganz klar, Forza Horizon 5. Natürlich liebe ich diese Serie. Nein, man muss einfach mal ehrlich sein. Hey, da ändert sich ja auch nicht so viel. Man hat immer ein großes offenes Areal. Irgendwie führt eine lange Autobahnstrecke durch die Mitte. Und dann gibt es etliche Events, mit denen man zugeschissen wird, die man dann nutzen kann, um sich zu verbessern, um neue Autos freizuschalten und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich damit so ein bisschen Problem habe, ist halt, wie gesagt, es ist immer dasselbe. Und was ich mir gewünscht hätte, man kann ja eigene Rennevents machen, aber warum kann ich nicht eigene Sprungschanzen irgendwo hinbauen? Oder warum wird nicht automatisch, sobald ich weiter als 50 Meter springe, Sprungschanzen mich dann in Sprünge messen mit meinen Freunden? Weil das ist das, was ich echt so gern mache. Aber es ist halt einfach auch das, was das Spiel so geil macht, weil das, was ich mache, macht nicht ihr unbedingt gerne. Das Ganze ist einfach ein riesengroßer Autospielplatz, der wirklich richtig, richtig geil aussieht, gerade halt eben auf Xbox Series X und auf PC. Und dann brettert man da rum durch den Dschungel, macht mal wieder was im Fotomodus, weil man das gerade so genießt, weil man an einer richtig schönen Stelle ist, springt dann irgendwie 500 Meter weit, macht ein Offroad-Rennen, macht einen Drift-Parcours bzw. eine Driftstrecke. Das ist einfach richtig geil, macht mir unglaublich viel Spaß und ja, ist halt einfach Forza Horizon in seiner, ja, womöglich bestmöglichen Version. Kommen wir zu einem weiteren Highlight, was mich sehr überrascht hat. Vor allen Dingen, ich glaube, das hat vielleicht auch die Entwickler selbst überrascht, denn es war ihr erstes eigenes entwickeltes Videospiel, Kena Bridge of Spirits. Ein Spiel,
das für ein Erstlingswerk so unglaublich polished und gut daherkommt. Das ist echt richtig gut. Es ist ein Spiel mit so einer halboffenen Welt, wo man sich dann durchkämpft mit seiner Protagonistin, die dann noch diese schwarzen Teerkleckse hat, die ihr helfen. Man entwickelt sich weiter. Es gibt ein kleines Rollenspielsystem. Die Kämpfe sind fordernd. Die Welt ist einfach so unglaublich schön, diese zu erforschen. Macht so wahnsinnig viel Spaß. Und da merkt man einfach, dass die Entwickler ein gutes Konzept haben, das nicht überladen haben mit etlichen Features, sondern sich auf diese paar Sachen, die sie da machen wollen, konzentriert haben, um die wirklich richtig, richtig gut umzusetzen. Und das Ganze ist etwas, was ich definitiv mit großen Titeln messen kann, meines Erachtens. Für mich eines der absoluten Highlights dieses Jahres und ein ganz, ganz tolles Spiel, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ich muss es leider sagen, eines der Lowlights dieses Jahr für mich ist Biomutant, denn es ist im Endeffekt so der komplette Gegenentwurf zu Kena Bridge of Spirits. Auch da merkt man, die Entwickler hatten ein Konzept, wollten aber einfach viel zu viel. Es musste eine offene Welt sein, Rollenspielmechanik, Crafting-System, was ja manches sogar davon richtig gut funktioniert, wie das Crafting-System. Dann die Feinde und die ganzen Missionen, die man bekommt. Dann sollten da noch in dieser offenen Welt einzelne Stützpunkte sein, die man aushebt sozusagen oder einnimmt. Und es ist alles so ein bisschen halbgar. Weißt du, also man hat unglaublich viele Features und unterschiedliche Spielmechaniken drin, aber wenig davon funktioniert wirklich. Und das ist dann den Entwicklern auch aufgefallen, weshalb sie gesagt haben, da wird ein riesengroßer Patch kommen, der wird vieles verändern. Ja, auf diesen Patch warten wir leider immer noch. Und so ist es eigentlich ein bisschen schade, weil Biomutant war wirklich ein Spiel, auf das sich sehr, sehr viele Leute gefreut haben, was letztendlich dann aber einfach enttäuscht hat, weil die Entwickler zu viel reinpacken wollten und nichts davon wirklich richtig gut ist. Und ich hoffe, sie kriegen es mit dem Patch dann noch hin, aber für mich definitiv eine der Enttäuschungen des Jahres 2021. Ich muss echt sagen, dieses Spiel hat mich nach und nach immer mehr überzeugt. Es war Guardians of the Galaxy. Ich saß bei uns hier in der Redaktion, habe das gezockt, ne, und dann kamen immer wieder mal Leute vorbei und haben gefragt, na, wie ist es denn so, wie ist es denn? Und am Anfang habe ich gesagt, so, ja, es ist in Ordnung, ne, sieht ganz schick aus und so und ist ganz witzig. Und dann jedes Mal, wenn wieder jemand vorbeigekommen ist, ist meine Stimmung immer besser geworden. Ich habe gesagt, ja, es ist echt ganz geil eigentlich, also ne, diese Welten, die du hier besuchst. Und am Ende war ich so, boah, das hat super fucking viel Spaß gemacht, das ist so ein tolles Spiel. Und ich finde es schade, dass es finanziell leider so ein bisschen untergegangen ist, was an Marvel's Avengers liegt, was ja auch einfach, ne, kam so relativ zeitnah, kamen die beieinander raus und das eine war halt nicht so geil, aber Guardians of the Galaxy ist tatsächlich richtig geil. Es hat wahnsinnig tolle Locations, die sehr, sehr abwechslungsreich sind und halt auch abgefahren. Tolle Gegner, die auch super bizarr sind teilweise. Ich meine, man kämpft da nur gegen so Gelatine Würfeln manchmal. Und dann sind da halt die Guardians. Das ist so witzig, was da passiert, weil die plappern echt verdammt viel miteinander unterm Kampf in wirklich sehr, sehr langen Zwischensequenzen in einer Story, die echt richtig gut ist, meines Erachtens. Die tatsächlich auch so ein bisschen ans Eingemachte, an die Emotionen, ans Herz geht. Und das ist einfach richtig cool. Das Kampfsystem, ja, es wird ein bisschen monoton, weil man macht immer dasselbe, aber es macht trotzdem Spaß, was eben an den Umgebungen liegt, die man da erkundet und erforscht. Der Humor ist erste Sahne, steht den Filmen in nichts nach. Also für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, von dem ich hoffe, dass noch mehr Leute auf den Geschmack kommen und sich das holen, weil das hat das Spiel meines Erachtens definitiv verdient. Ja, ein ganz großes Lowlight natürlich, dass man Konsolen dieses Jahr nicht einfach kaufen kann, dass man nicht in einen Laden oder online einfach mal, wenn man Bock hat, schaut so, ach, ich, hier 11 Uhr, kurz vor Mittagspause, schaue ich mal kurz hier bei irgendeinem Online-Händler, hole ich mir eine PlayStation 5, weil habe ich jetzt Bock drauf am Wochenende oder eine Xbox Series X. Ja, mein Gott, eine Xbox Series S gibt es, ja klar gibt es die, weil die will keiner haben und dann muss man halt eventuell auf die ausweichen. Aber von den großen Konsolen, also Xbox Series X und PlayStation 5, hat dieses Jahr auch ja jede Spur gefehlt. Immer wieder mal gab es da ein paar und dann Xbox hat es hier mit diesem All-Access-Ding probiert, was dann teilweise auch geklappt hat. Sony hat es probiert hier über PlayStation Direct, dass man direkt dabei Sony kaufen kann. Aber so richtig befriedigend war es das halt einfach nicht, denn es ist egal, wie die Konsolen angeboten werden. Wenn es keine Konsolen gibt, aufgrund der Knappheit, wegen der Rohstoffe und wegen
Komponenten, die nicht gemacht werden können wegen Corona, dann ist es halt schwierig, die Konsolen an den Mann zu bringen. Und was mich halt dabei auch ärgert, ist, dass wir uns noch lange Zeit wahrscheinlich deshalb auch mit Cross-Gen-Titeln begnügen werden, weil die Entwickler wären ja schön blöd, wenn sie für die New-Gen nur entwickeln, wenn die einfach nicht so im Umlauf sind und die Leute nicht so haben können und sie mehr Umsatz machen können, wenn ihre Spiele auch für die alten Konsolen rauskommen. Aber das ist halt einfach echt kacke gewesen dieses Jahr. Ich hoffe, das wird 2022 besser, dass Leute einfach in den Genuss der neuen Konsolen kommen können, ohne irgendwie von teuren Scalpern kaufen zu müssen, die horrende Preise verlangen oder sonst irgendwelche durch irgendwelche Ringe springen müssen, das ist nervig. Ja, das wahrscheinlich größte Highlight für mich dieses Jahr. It Takes Two. Dieses Spiel von Joseph Fares und seinem Entwicklerstudio Hazelight ist einfach die absolute Bombe für mich. Das Ding ist nicht nur so ein Minispiel, das 5-6 Stunden geht und man spielt es mit seinem Koop-Buddy. Nee, das geht richtig lang. 15 bis 20 Stunden ist man da unterwegs. Und dann würde man denken so, ja, nach 3-4 Stunden macht man doch immer dasselbe. Da gehen denen dann die Ideen aus. Pustekuchen, das Ding ist so unglaublich abwechslungsreich. Das ist Wahnsinn, was man alles da macht und wie viele Ideen da drin stecken. So viele Ideen findet man in 3 Spielen nicht normalerweise. Und die reizen diesen Koop-Aspekt wirklich richtig gut aus. Jeder übernimmt eine unterschiedliche Rolle. Dann sieht das Spiel auch noch so fantastisch aus. Allein das Material, wie diese Materialien aussehen, der Stoff oder Plastik oder Metall oder Holz, das ist echt richtig, richtig schön gemacht. Also für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre, auch wenn 2021 eher so als schwächeres Spielejahr zählt, sage ich auch wenn es in einem anderen Jahr rausgekommen wäre, wäre das trotzdem für mich ganz weit vorne gelandet. It Takes Two ist ein fantastisches Spiel, hat Humor auch, kann ich jedem nur empfehlen und sollte jeder, der ein bisschen was mit Koop anfangen kann, gezockt haben. Jetzt habe ich ein Lowlight, damit rechnet er sicher nicht. It Takes Two nämlich. Ja, warum habe ich das jetzt hier als Lowlight auch drin, wenn es eigentlich das Highlight des Jahres 2021 für mich ist? Nun, da muss ich jetzt mal kurz so ein bisschen differenzieren, weil das Lowlight von 2021 in Bezug auf It Takes Two ist für mich eigentlich nur das Ende des Spiels. Die letzten 2 bis 3 Minuten, die sind wirklich schlimm. Weil da spielt man dann eigentlich nichts mehr. Man kriegt dann nur noch diese Story mit diesen beiden Eltern, die sich gestritten haben, ne, und die Tochter. Und was da dann abgefeuert wird, ist so unglaublich klischeebeladen, beschissen, kitschig, dass meinem Koop-Partner und mir ist es beinahe, wir haben uns angeschaut und wir hätten uns beinahe ins Gesicht gekotzt, weil es so schlimm ist. Was für eine cheesige, kitschige, klischeehafte Kacke da abgefeuert wird, die man wirklich in jedem beschissenen Ami-Film schon gesehen hat. Also mit der Tochter, die halt dann nicht zwischen... Also sorry, ich spoiler jetzt hier. Ist bei dem Spiel eh nicht so wichtig, finde ich. Aber das ist echt, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, Spoiler, dass die Tochter halt von zu Hause weggehen will, weil sie möchte nicht, dass die Eltern sich mehr streiten und sie sieht das Problem bei sich und sie ist schon auf dem Weg zur Bushaltestelle und die Eltern checken es auf einmal und rennen hinterher so, ach nein, es ist doch nicht dein Fehler, ach bleib doch. Es ist so scheiße, ganz ehrlich, ich musste echt loskotzen, das war echt, das hat mir das Spiel im Nachhinein fast so ein bisschen vermasselt, aber diese ganzen Stunden davor mit der spielerischen Abwechslung, aber dieses Ende, diese kitschige Scheiße, nee, das ging gar nicht. Ja, das waren sie, meine Highlights und Lowlights für das Jahr 2021. Falls da etwas nicht aufgetaucht ist oder ihr euch fragt, so, warum hast du nicht Returnal drin oder sonst irgendwas, dann habe ich es halt einfach nicht gespielt und deswegen möchte ich dann auch nicht drüber urteilen. Aber das sind so meine Highlights und Lowlights. Ihr dürft aber gerne natürlich in den Kommentarbereich posten und sagen so, hey Felix, was erzählst du denn so ein Schmarrn? Das Ende von It Takes Two war total geil. Ihr dürft aber auch sagen so, hey, meine Highlights und Lowlights sahen ganz anders aus. Ne? Hier sind die so ein bisschen drauf eingehen. Ist immer schön, wenn man so ein bisschen drüber diskutieren kann. Ja, wie gesagt, postet das gerne in den Kommentarbereich.